Herzlich willkommen zu HS Quick Facts. Heute mit dem Thema Zeitabläufe nach der Beobachtung. Häufig werden wir gefragt, wie lange es denn dauert nach der Unterschrift unter dem Kaufvertrag, bis man dann auch den Schlüssel bekommt und man letzten Endes auch in das Haus rein kann. Nach der eigentlichen Beurkundung, das heißt nach der Unterschrift, nachdem der Notar den gesamten Kaufvertrag vorgelesen hat, ist es so, dass gewisse Behördengänge noch zu erledigen sind. Im Regelfall muss das Ganze nämlich noch bei der Stadt, beim Grundbuchamt, beim Finanzamt, beim Landkreis und bei etwaigen Wasserschutzbehörden eingereicht werden. Und all diese Behörden müssen ihre gewissen Ein- und Umtragungen durchführen und ihre Genehmigung geben. Im Regelfall dauert das ca. 6 bis 8 Wochen. Andere Vereinbarungen sind da immer möglich. Letztendlich gilt aber beim Grundstücksverkauf genau das gleiche wie bei allen anderen Verkaufsvorgängen auch: Geld gegen Ware. Und da der Kaufpreis erst fließen kann, wenn all diese Behördengänge erledigt sind, ist es auch so, dass mit diesem sogenannten Lasten- und Nutzenübergang, also das heißt die Schlüsselübergabe, an einem Tag vereinbart, an dem auch die Kaufpreiszahlung und gegebenenfalls die Beräumung des Objektes überprüft ist.